Ja, gut. Liebe Freundinnen und Freunde, in so gut wie jeder Rede wurde bisher schon Fridays for Future angesprochen. Jetzt steht aber jemand vor euch, der nicht nur darüber redet, sondern sich auch dort aktiv engagiert. Ich engagiere mich täglich in der Bewegung Fridays for Future, vor Ort, aber auch bundesweit, zum Beispiel in Arbeitsgruppen, die sich über Messenger wie WhatsApp und Telegram organisieren. Ja, da gibt es viel mehr zu tun als nur streiken. Es gibt Leute, die verbringen ihre Freizeit damit, Demos anzumelden, Demos zu organisieren. Dann gibt es sogar noch Leute, die nachts 8-stündige Telefonkonferenzen machen, um die Struktur unserer Bewegung zu verbessern. Also das ist wirklich nicht nur streiken. Kurz zu meiner Person. Ich bin Marvin Blerke, 18 Jahre alt, komme ursprünglich aus Niedersachsen und wohne seit Oktober letzten Jahres in Leipzig. 18 Jahre, das mag jetzt erstmal zu jung wirken, aber die Jugend braucht eine Stimme in den Parlamenten. Und die will ich in Sachsen sein. Aber warum kann die Stimme der Jugend nicht auch ein 30- oder 40-Jähriger sein? Dazu kann ich kurz vom letzten Wochenende erzählen. Da war ich nämlich auf dem Bundeskongress der Grünen Jugend. Und da gab es auch einen Antrag auf Erhöhung der Altersgrenze für die Mitgliedschaft auf 30 Jahre. Und der wurde stark diskutiert. Letztendlich wurde das Ganze abgelehnt, vor allem, da sich viele Minderjährige von Personen dieses Alters verunsichert fühlen würden. Und dazu habe ich auch was Kleines mitgebracht. Ich habe mal von Wikipedia hier die Geburtsjahre der MDL, also Mitglieder des Landtags, der aktuellen Legislaturperiode rausgesucht und hier grafisch veranschaulicht. Und da sehen wir, ja, es ist breit aufgestellt, aber nicht hier vorne bei den jungen Leuten, da ist fast gar nichts. Also es geht hier kontinuierlich los ab 1984 und davor ist halt, sind noch 5 Leute. Und das ist eindeutig unterrepräsentiert. Ja, ich brenne für ganz viele Themen, aber meine Hauptthemen sind Umwelt, Mobilität, Bildung und Digitalisierung. Zum Thema Umwelt, logischerweise, die Einhaltung der Klimaziele und vor allem des 1,5-Grad-Ziels. Und die Umsetzung der Forderungen von Fridays for Future, die ihr auch auf deren Website findet, lohnt sich, das mal durchzulesen. Und Fridays for Future fordert Netto Null bis 2035, den Kohleausstieg nicht bis 2038, wie es der Herr Altmaier will, sondern bis 2030, 100% erneuerbare Energieversorgung bis 2035 und bis Ende 2019 Ende der Subventionen für fossile Energieträger. 1/4 der Kohlekraft soll noch in diesem Jahr abgeschaltet werden und es soll eine Steuer auf alle Treibhausgasemissionen geben. Zum Thema Mobilität. Ganz wichtig wird in Zukunft ein kostenloser Nahverkehr sein. Den können wir jetzt erstmal schrittweise erreichen, indem wir zum Beispiel günstige Tickets zum Beispiel für die eigene Stadt anbieten oder regional. Und genau, wir müssen halt vom Auto die Leute auf den öffentlichen Nahverkehr bringen, das halt attraktiver machen, die Preise günstiger und so weiter. Und deswegen müssen natürlich auch die regionalen und ländlichen Verbindungen ausgebaut werden. Genau, und ebenfalls wichtig, die Elektromobilität muss ausgebaut werden und auch die Fahrradfreundlichkeit in den Städten. Thema Bildung. Die Lehrpläne müssen dringend modernisiert werden. Da gibt es teilweise echt alte Sachen und man fragt sich, warum braucht man Faust heutzutage noch? Man kann es, ich persönlich würde Faust als Ergänzung anbieten, als nochmal Extrakurs. Generell finde ich, dass das Bildungssystem muss vollkommen revolutioniert werden, so wie es aktuell ist, geht es eigentlich nicht weiter.
Dazu brauchen wir auch politische und zukunftsweisende Schulfächer und vor allem eine bessere Förderung bei Lernschwächen. Thema Digitalisierung, öffentliches WLAN in Innenstädten, Behörden des Landes und auch im öffentlichen Nahverkehr. Natürlich Ausbau des Mobilfunknetzes und auch nochmal zur Bildung. Da können Tablets wirklich gut zur Unterstützung des Schulunterrichts dienen. So, und warum fange ich jetzt direkt, oder wieso will ich direkt im Landtag anfangen und nicht erstmal vor Ort? Ganz einfach, die großen Themen entscheiden sich nicht im Stadtrat, sondern auf Bundes- und Landesebene. Und ein ganz großes Thema ist der Klimawandel. Immer wenn irgendwo in den Weiten des Internets eine Liste der größten Probleme der Welt veröffentlicht wird, ist der Klimawandel auf einem der ersten drei Plätze. Wir müssen jetzt handeln und nicht noch weitere Legislaturperioden abwarten. Und nochmal zu meiner Grafik. Jetzt ein bisschen rangezoomt auf die jüngeren Leute. Genau, hier haben wir rechts 1980 und hier, wie gesagt, ganz viel Leere. Hier dieser Strich dient, das ist die Altersgrenze, die ist also 18 Jahre alt, die es bei der letzten Landtagswahl gab. Und hier ist natürlich logischerweise deswegen leer und jetzt liegt es an uns, diesen Platz hier zu füllen. Ja, ich will, dass am 1. September ganz viele Wähler ihr Kreuz bei den Grünen setzen. Deswegen bitte ich euch, setzt eures heute bei mir. Vielen Dank. Ich bin Marvin Wiederke.